habe auf Instagram gefragt euch, ob ihr Lust hättet auf ein Frühjahrsputzvideo, auf ein Clean with Me. Und ja, die deutliche Mehrheit, über 70%, haben gesagt, ja, wir hätten darauf Bock. Deswegen fange ich jetzt gleich an, das zu drehen. Um richtig durchzustarten, gleich beim Putzen, brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Musik auf die Ohren oder ein Hörspiel oder wenigstens so ein paar YouTube-Videos, die im Hintergrund ablaufen, dass man auch die passende Motivation hat, ne? Weil so putzen finde ich ziemlich langweilig, ne? Ich finde es, also wenn man dabei was hören kann, ne, dann geht es aber voll klar. Also ich mache mir jetzt was an und dann geht's los. Als erstes muss ich mich natürlich wie immer mit meinen Handschuhen bewaffnen. Ich habe Neurodermitis und die Handschuhe helfen mir einfach total dabei, dass ich auch vernünftig putzen kann, ohne dass mir die Hände danach wehtun, rau sind, rissig werden. Und das ist auf jeden Fall der ultimative Gamechanger, solche Handschuhe. Ich habe mir hier auch schon Wasser vorbereitet. Das ist einfach so ein Spüli-Essig gemischt. Damit kriegt man einfach alles richtig gut weg auch. Und in der Sprühflasche habe ich auch ganz gerne, ist genau das gleiche Gemisch auch nochmal drin. Und wir fangen heute in der Küche an. Das ist Frühlingsputz in der oberen Etage. Die untere hattet ihr ja letztes Mal schon gesehen. Ich verlinke euch das Video auch am Ende des Videos. Genau. Und heute ist die obere Etage dran. Ich konnte euch nicht bei allen Räumen mitnehmen, weil das Haus einfach so groß ist, dass nicht eine Etage in ein Video passt. Und ja, ich habe erstmal die Oberflächen alle freigeräumt und fange jetzt an, die Schränke einmal komplett durchzuputzen. Normalerweise würde ich beim Frühjahrsputz auch in den Schränken putzen. Also spätestens dann. Guten Tag. Hallo. Aber diesmal, weil wir halt erst gerade so frisch da eingezogen sind, habe ich mir das einfach gespart. Sind wir ehrlich. Also wir wohnen da jetzt nicht mal 2 Monate in dem Häuschen. Und es ist einfach noch zu früh, um sich die Arbeit zu machen, die ganzen Schränke einmal komplett auszuräumen und die Schränke zu putzen. Ja, wir können das beim nächsten Mal gerne mal mitmachen, aber das verlängert diese ganze Putzaktion natürlich ins Unendliche. Ja, manchmal nehme ich mir dann nochmal den Sprüher und gehe dann nochmal drüber. Wir haben da auch an einem anderen Schrank weiter hinten, das seht ihr dann, von meinen Wachsaktionen mit Wachsgießen haben wir Wachsflecken und die gehen nicht so gut ab, ne? Sind wir ehrlich. Aber ja, da muss man mit einem Schaber, dann so einem Ceranfeldschaber ran, dann geht das ja auch easy ab. Hatte ich jetzt nicht zur Hand und das gemacht, so gut es ging. Und auch in diesem Video jetzt einmal Werbung. Ich zeige euch nachher noch den Staubsauger und ich habe die Kamera vorne dran geschnallt. Also First-Person-Sicht beim Staubsaugen. Ich fand mich ziemlich gut mit der Idee. Ihr werdet es nachher sehen. Ich hatte ja letzte Mal euch schon einen Rabattcode genannt. Es geht wieder um den U12 Fessler, um den Akku-Staubsauger-Roboter mit der Teleskopstange und der Green-Eye-Technologie. Das seht ihr nachher auch richtig deutlich. Ich habe extra über eine Woche lang nicht geputzt, damit man auch wirklich alles, dass wir auch möglichst viel Schmutz haben, den man dann einfach richtig gut sehen kann mit diesem Licht. Das ist einfach wirklich richtig optimal. Ihr werdet es nachher sehen. Ich habe für euch auf jeden Fall noch einen Rabattcode. Da spart ihr 15%. Das ist Mira12V für den Namen von dem Staubsaugerroboter einfach. Ich schreibe es hier auch nochmal ins Video und in die Infobox rein. Dazu kann man bei Amazon auch noch einen 30-Euro-Coupon aktivieren. Und ja, also der Preis ist jetzt nochmal runtergegangen. Das ist für alle die gute Nachricht, die sich beim letzten Mal noch nicht zum Kauf entscheiden konnten. UVP ist 199 Euro und momentan jetzt noch bis 2.4. ist es im Angebot mit dem Code und dem Coupon für 139 Euro. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf unsere Küche, auf unsere untere Küche, weil der Iggy wird ja demnächst jetzt bei uns einziehen und das ist ja offiziell seine Küche. Solange unsere noch nicht fertig ist, muss der Iggy das leider mit uns teilen. Das ist aber gar kein Problem, weil die Schränke von der Küche, die sind quasi fast noch leer alle. Also genug Platz ist auf jeden Fall vorhanden. Ich kann mich auch zusammenreißen, sodass seine Sachen auch noch dazu passen, die er hat. Und ja, ich freue mich natürlich auf meine Küche unten. Dazu müssen wir ja noch die eine Wand entfernen. Da hatten wir, haben wir, also wir können ja unsere Zeit immer nur, der Tag ist ja begrenzt, ne? Und wir können unsere Zeit nur einteilen. Ja, wir müssen immer gucken, was so gerade Priorität hat und was nicht. Heute zum Beispiel, heute ist noch richtig schönes Wetter. Da gehen wir noch beide raus und wir müssen das Podest von der Wärmepumpe, von der Außeneinheit, ne? Wir haben uns ja jetzt ganz aktiv um eine Wärmepumpe, um die Firma
informiert. Und dann müssen wir das Podest noch bauen, selbst. Und das hat natürlich ziemlich viel Zeit gefressen. Auch kam vorgestern zum Beispiel noch jemand hin von einem Solarberater für unsere Solaranlage auf dem Dach. Und das frisst halt auch total viel Zeit, diese Firmen raussuchen, das Anschreiben hin und her. Alle wollen alle Daten vom Haus und von unseren Wünschen. Und dann kommen die her oder es gibt so Online-Termine. Das dauert dann auch 1,5 Stunden. Und dann beredet man das mit denen. Also das frisst immer ziemlich viel Zeit. Wir sind halt immer bemüht, halt so ein Projekt nach dem anderen halt auch zu machen. Manchmal auch gleichzeitig, aber ja. Die Mauer unten in der Küche, also lange Rede, kurzer Sinn, die Mauer unten in der Küche hat jetzt noch nicht dazugehört zu unserer Prioritätenliste. Und wenn die Mauer dann irgendwann fertig ist, dann würden wir noch einmal die komplette Styropor von der Wand runterholen und die Fliesen runterholen und den Fußboden, den müssen wir uns erst anschauen, ob der noch zu retten ist oder nicht. Wenn er nicht mehr zu retten ist, dann würden wir das mit Fußbodenheizung natürlich auch neu legen lassen. Und an die Wände kommen als Dämmmaterial Holzfaserdämmplatten ran und dann beginnt der Aufbau, ne? Dann kommt da noch eine kleine Lehmschicht drüber. Und dann müssen wir noch Strom in die Mitte verlegen, weil Ozark hätte ja gerne eine Mittelinsel für die Küche. Und dann geht es unten weiter. Also es wird auf jeden Fall dieses Jahr noch was. Sagen wir es mal so, wie es ist. Und dann wandern wir natürlich mit unseren Küchenmöbel, lassen wir alle oben, so wie sie sind. Wir holen ja dann neue bei Ikea. Aber dann wandern wir runter mit einem Kücheninhalt. Und ja. So ist es auf jeden Fall, aber eine ganz, ganz gute Anrichte von der Küche, das ist ja die Küche von unseren Vorbesitzern, die wir da oben hingestellt haben, mit dem Herd, dem Ofen, auch den Geschirrspüler, das lassen wir alles so drin, wie es drin ist. Das ist ziemlich cool, da freut sich der Iggy auch, dass er das dann einfach so weiter benutzen kann, auch mit den Hängeschränken und so, das lassen wir alles da, auch die Sitzbank, die lassen wir da drin, nur mit den Vorratsschränken, da müssen wir mal gucken, was er nicht braucht, das entsorgen wir dann natürlich oder stellen es in einen anderen Raum oder in den Keller oder auf den Dachboden oder so. Das entscheiden wir uns dann, weil so viele Möbel braucht man ja normalerweise nicht, so viele Küchenschränke, so wie ich, weil ich so ein bisschen so ein Küchenmessi bin. Ja, der Igibert, der hat da ja nicht so viel wie ich und deswegen können wir da noch ein bisschen an Schränken sparen. Und er hat ja auch einen großen Kühlschrank, der muss ja da auch noch in die Ecke und dann wird die Küche mal richtig gut aussehen. Ja, also ich habe einmal alle Oberflächen sauber gemacht, einmal die Oberflächen und dann die Türfronten natürlich, auch die Seiten und von unten und von oben, überall, wo ich so rangekommen bin, habe ich einmal drüber gewischt, damit alles wieder richtig, richtig schön clean ist. Ja, und jetzt beginnt es auch mit dem Staubsauger. Also ich fange hier an, mit dem Staubsauger zu saugen. Wir hatten den jetzt wirklich auch schon mehrere Tage und Wochen zu Hause und konnten den ausführlich testen und sind mega, mega zufrieden. Ich habe den jetzt da vorne auch raufgeschnallt, die GoPro einfach, diese First-Person-Sicht beim Staubsaugen. So kann man auch den ganzen Schmutz und den Dreck, vor allen Dingen Hundehaare sind es jetzt natürlich auch durch Aioli, kann man dadurch einfach richtig gut sehen, auch wenn ich da unterm Tisch sauge und so. Das ist ja relativ dunkel, da sieht man, wie gut dieses Licht einfach funktioniert. Das ist auch auf schlechten Untergründen, auf so gemuschelten Untergründen, wo man den Schmutz halt sonst einfach nicht sehen würde von oben. Mit diesem grünen Licht, es wird einfach angestrahlt und man sieht dann wirklich jedes Staubkorn, ne? Und jedes Hundehaar einfach. Ja, haben wir jetzt über eine Woche lang nicht gestaubsaugt, damit auch möglichst viele Hundehaare drum liegen. Aioli hat jetzt nicht so extrem viel, da sind wir auch sehr dankbar drüber, aber ja, sie verliert schon Haare, also das kann man jetzt nicht abstreiten. Im Schlafzimmer liegen natürlich besonders viel Haare, weil da hält sie sich ja auch am meisten auf, vor allem dann über Nacht und so. Aber ja, die werden schon richtig schön angestrahlt von diesem grünen Licht. Und das ist ziemlich cool beim Saugen. Also man könnte halt auch morgens, abends bei schlechten Lichtverhältnissen oder so gemuschelten Boden, sieht man es halt. Das finden wir richtig cool. Ansonsten kann man den Staubsauger ja auch auf seine eigene Größe ausziehen, damit man ergonomisch gut staubsaugen kann, ohne so komisch nach vorne gebeugt zu sein und Rückenschmerzen bekommt. Ja, der ist auch relativ leicht, der Staubsauger. Also Ein-Klick-Technologie, mit einem Klick kann man den anmachen, kann man die Aufsätze wechseln, auseinanderbauen, ausziehen, die Stange, die Teleskopstange. Und natürlich auch mit einem Klick braucht man auch nur, um den Behälter zu leeren. Der ist ja beutellos, ein Klick und dann geht das auf und dann fällt das alles
in die Mülltonne rein, wenn man es über die Mülltonne hält. Muss man nicht die Finger benutzen, ist eine ganz saubere Angelegenheit. Und dann kann es einfach auch schon wieder weitergehen. Ja. Ich hatte euch in den letzten Videos ja schon erzählt, dass unsere Heizung einmal ausgefallen ist. Und im Schlafzimmer, da liegen, weil wir den Kamin benutzen, der Kamin, der macht wirklich sehr viel Dreck. Vor allem gibt es ja so einen Ozok hier im Haushalt, der da manchmal gegenpustet, um das Feuer zu unterstützen beim Lodern. Und das kann man sich natürlich vorstellen, wenn man da reinpustet und das alles voller Asche ist, dass die Asche rausfliegt. Und durch das Holz liegen da auch, sage ich mal, jetzt gröbere Verschmutzungen direkt vor dem Kamin auf dem Fußboden. Und der Sauger, der kriegt das alles problemlos weg. Ne? Das war gar kein Problem, der hat das richtig gut weggesaugt alles. Das ist, glaube ich, aber auch, wenn man nicht gegenpustet, dass sich die Asche im Raum oder im Flur dann niederlegt nach einer gewissen Zeit und man häufiger putzen muss, als wenn man keinen Kamin hat. Das sollte einem schon bewusst sein. Ne? Das ist uns auch bewusst. Wir mögen diese Kaminwärme sehr. Wir müssen die Kamine auch noch austauschen. Momentan hilft uns das sehr ohne Heizung, dass der Kamin noch gut funktioniert. Da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar drüber, dass die Möglichkeit besteht. Und ja, wollte ich nur sagen, auch der Schmutz vom und vorm Kamin ist gar kein Problem für den Sauger. Wir machen in der Küche weiter und ich muss natürlich noch die Fenster putzen. Und ja, ich putze die Fenster alle von innen und Ozok möchte die gerne von außen für mich putzen. Da freue ich mich sehr drüber, weil da noch einige Spinnenweben dran sind. Das Haus stand ja auch so ein bisschen leer. Und ja, das ist auch ein bisschen Putzarbeit. Da freue ich mich sehr, dass ich das teilen kann. Und ich habe mich dafür entschieden, die einfache Variante zu machen, und zwar das von innen zu putzen. Und die Türen müssen natürlich auch einmal mindestens abgewischt werden und die Türrahmen und auch die Heizungen und die Steckdosen und die Lichtschalter. Ich habe überall einmal drüber geputzt. Es geht alles übrigens richtig, richtig gut ab mit dem Wasser-Essig-Gemisch, mit dem Spüli, mit dem Tropfen. Ja, das mögen wir alles sehr gerne. Das funktioniert wunderbar. So, nachdem wir mit den Fensterleibungen, die haben ja da so eine DIY-Lösung gebaut, das ist ja von den Vorbesitzern, die haben das ja mit Holz verkleidet, was hübsch aussieht, aber nicht so professionell gemacht worden ist. Ja, vielleicht müssen wir dann nochmal jemanden professionellen drüber gucken lassen, ob das alles so in Ordnung ist, weil manchmal wackelt es so ein bisschen. Aber so vom Weiten halt sieht es echt richtig gut aus. Also da sind wir schon ziemlich happy mit. Ich putze hier in der Küche auch noch die Heizung. Tatsächlich hatten wir die noch gar nicht an, weil es einfach gar nicht notwendig war, die Küche zu heizen. Deswegen haben wir da auch keine Probleme mit, wenn der Kühlschrank, der kleine Kühlschrank von den Vorbesitzern direkt vor der Heizung steht. Sonst würden wir natürlich da einen anderen Platz für finden. Ja. Also auch die Heizung muss einmal abgewischt werden und dann geht es auch schon an die Vorratsschränke. Ich habe da drei Schränke zu stehen und die sind gut gefüllt momentan immer noch. Wir waren ja in der Metro einkaufen. Das Video kam ja heute eben online. 207 Euro Metro-Eskalation. Ja, also das ist gut gefüllt und der Rest natürlich, der da nicht reinpasst oder was alles doppelt ist und Backup ist sozusagen, das ist alles im Keller in meinem Vorratsraum drin, über den ich ziemlich happy bin. Ich freue mich natürlich auch, wenn wir nicht mehr zwei Etagen runterlaufen müssen zum Vorratsraum, sondern wenn wir in der unteren Küche sind, dass es halt dann nur noch eine Treppe ist. Ja, ich werde dann auch noch, also ich habe die Türen dann noch zum Badezimmer, die Tür, auch den Türrahmen von innen und außen, die Tür, habe ich alles einmal drüber geputzt und dann ging es auch im Anschluss ins Badezimmer. Und ja, das wird ja Iggys Badezimmer und da habe ich natürlich auch erstmal das Fenster geputzt, was dort ist von innen. Und danach habe ich den Spiegel geputzt. Das ist ja so ein ganzer Spiegelschrank. Das haben die Vorbesitzer noch geholt. Finden wir ziemlich cool. Nur der Wasserhahn, der tropft irgendwie oben raus. Also ich glaube, da müssen wir eh nochmal einen neuen kaufen, weil die Wasserhähne, ich finde die alle so ein bisschen kurz irgendwie. Da müssen wir irgendwann nochmal eine bessere Lösung für finden. Aber so ist es erstmal total funktionabel. Ne? Man kann das erstmal so lassen, wie es ist. Ja, ich habe erstmal den Spiegel sauber gemacht und dann das Waschbecken und dann den Schrank darunter.
Und ja, das ist noch ziemlich leer, bis auf das Backup-Klopapier, was da drin ist, und eine Seife, die ist aber auch vom Iggy. Ja, ist der Schrank auch noch leer. Im Badezimmer sind noch unsere Umzugskartons, die muss ich dringend mal bei Kleinanzeigen reinschreiben zu verschenken oder irgendwas, das irgendjemand abholt. Vielleicht kann das ja noch jemand benutzen. Vielleicht kann dann noch jemand was mit anfangen mit den Kartons. Ja, in Berlin könnte man die ja verkaufen, aber hier auf dem Land, ja, also es ist ländlich, aber wir wohnen hier in der Stadt, ne? Da legen wir schon Wert drauf. Da geht es halt leider einfach nicht offensichtlich. Ja, die Toilette habe ich natürlich auch geputzt, das habe ich allerdings nicht mitgefilmt. Ich putze jetzt noch die Badewanne und dann gehe ich ganz kurz rüber ins Schlafzimmer. Im Schlafzimmer ist hier quasi nichts, da habe ich die Fenster geputzt, auch die Heizung habe ich dort geputzt. Aber ansonsten ist ja da noch nichts drinne, was geputzt werden könnte. Und ja, die Badewanne war staubig, war sehr lustig, weil wir haben ja oben immer noch kein warmes Wasser, deswegen duschen wir die ganze Zeit unten. Ich habe noch nicht gebadet, ich freue mich sehr auf meine erste Badewanne hier im Häuschen. Es wurde also noch nicht gebadet hier. Aber da warten wir noch drauf auf die Luftwasserwärmepumpe. Und die ersetzt uns nämlich alle Boiler hier im Haus. Wir haben vor jedem Wasserhahn einen Boiler, der das Wasser extra erhitzt. Außer in der oberen Etage funktioniert es halt nicht. Und das ist natürlich auch kostenintensiv, so ein Boiler, und sieht auch nicht so schön aus und nimmt ja auch relativ viel Platz weg. Und ja, da freuen wir uns sehr, dass die ganzen Boiler aus dem Haus verschwinden werden. Und dafür brauchen wir eine Luftwasserwärmepumpe, dass das Wasser unten im Keller erhitzt wird. Und dann brauchen wir, weil wir natürlich nur Kaltwasserrohre haben im ganzen Haus, brauchen wir nochmal Warmwasserrohre. Aber das verlegt uns unser Heizungsbauer auch mit. Also da haben wir nachgefragt. Und ja, die sind auch in der Lage, das mitzumachen. Was das kostet, kann ich euch noch nicht sagen. Aber wir wollen es unbedingt haben und dann werden wir das dann auch bezahlen müssen. Ja, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich wollte euch nochmal den Code Mira12V, der Rabattcode für Amazon, also ich schreibe das hier rein, ich pinne noch einen Kommentar an, ich verlinke das in der Infobox. Genau, ist jetzt für 139 € verfügbar, noch bis zum 2.4. die Woche. Und danach ist es wieder für 199 € zur Verfügung gestellt. Wir sind sehr zufrieden mit dem Staubsauger. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Und hiermit beende ich das Video. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Und Henning freut sich drüber. Wir freuen uns alle noch mehr darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao.